Welcome to the 20th century. Ist Ihr Gastgeber, Bruno Biri. Ich glaube, da kann man nicht mehr nur von Kleidung sprechen, sondern das sind wirklich richtig schöne Kunstwerke. Ja, meine Damen und Herren, doch vor das Gewinnen haben die Götter brutalerweise die Jury gesetzt. Und ich bin sehr stolz, heute Abend eine ganz, ganz prominente Jury begrüßen zu dürfen. Hier sind Linda de Mol, Til Schweiger und Lilo Wanders. Lilo, auf was wirst du heute achten bei deinen jungen Kollegen? Auf Originalität, weil ich habe reichlich Travestiegeschichten gesehen und die waren meistens sturzlangweilig, aber ich weiß schon, dass heute Abend besondere Dinge geboten werden. Auf Originalität und Ausstrahlung und was man so mitkriegt. Hast du vielleicht noch einen kleinen Tipp für die jungen Künstler? Was würdest du tun, wenn du jetzt raus müsstest? Ich würde mir einen antüdeln. Oh yeah. Giri Harry Frister würde, wie wir Schweizer sagen. Ja, gleich zu Beginn geht's jetzt an den Broadway. Unser erster Showwerk wird präsentiert von Daniel Bendehahn aus Berlin und der stellt sich jetzt selbst vor. Ich bin Eigenfotograf und bin auch über die Fotografie an die Travestie gekommen, weil ich angefangen habe, das Make-up für die Leute selber zu machen, weil ich mich immer geärgert habe über das Make-up, das mir gemacht worden ist für Tests, für Jobs. Also berühmt werden wäre kein Problem für mich, wenn es mir weiterhin so viel Spaß machen würde wie jetzt. So, und hier aus dem neuen Broadway-Musical Victor Victoria, in dem eine Frau als Mann in Frauenkleidern Karriere macht, das Stück Chicago, Illinois. Meine Damen und Herren, hier ist Sandy. Like only they were stylish and unique. But out in the Midwest is the city I love the best. A town so smart, its spelling starts with C-H-I-C. Oh,
and knocking your flat this way and that on every downtown street. Ah, the white socks and the collars and all the sporting clothes that live in here are pretty nifty. Ja, also ich bin begeistert. Also, und die drückt sich wie aus, diese Begeisterung? Die drückt sich so aus. Ich fand, das war unheimlich toll, eine tolle Bewegung, eine tolle Spannung in der Bewegung. Und dann trotzdem dieses Dummchen dann immer wieder so sehr gut rübergebracht, gespielt und total sexy. Also mir hat es super gefallen. Linda. Sexy höre ich gern. Ja. Linda, vielleicht ein Urteil? Ich bin zufälligerweise bei der Premiere dieses Musicals gewesen, vor ein paar Monaten in New York. Und die Rolle von Norma, die du spielst, hat mir auch am allerbesten gefallen. Die Frau hat wirklich das Hirn einer Kaulquappe, nennt man das, glaube ich, auf Deutsch. Und du hast wirklich genauso blöd und blond geguckt wie sie, was ich wirklich... Fantastisch. Und das Playback war sehr schwierig, weil du hattest ein ganz großes Parlando-Teil. War perfekt. Wirklich nur Komplimente. Thank you. Lilo, bitte sehr. Ich glaube, Sandy, wir beide haben was gemeinsam. Wir haben uns gesagt, wenn wir nur ein Leben haben, dann wollen wir es als Blondine verbringen. Und das ist schon mal ein Punkt sowieso, ja. Und was mir besonders gefällt, ist, dass du, so wie du da stehst, in deinen Proportionen, das stimmt alles. Man merkt erst, wenn die Tanzmädchen dazukommen, dass du doch ein Stückchen größer bist. Ja. Dankeschön. Ja, dankeschön an die Jury und Sandy. Hopp, hopp, wieder zurück an den Broadway. Vielen Dank, Sandy. Geht's auf den Laufsteg. In zwei Runden führen uns die Damen zuerst Bademode und dann Galakleidung vor. Also etwas nackte Haut zuerst, wir wollen ja was sehen. Begrüßen Sie mit mir Miss Helena. Yeah.
Das war ja der Frühling in Person, nur die Sonne hat gefehlt. Ja, lass 1000 Blumen sprechen. Ja, das erinnert mich an Flower Power Time in San Francisco. Ja? Hast du die miterlebt? Jetzt habe ich mich natürlich verraten. Ja, doch, ich bin, sagen wir mal so, wenn jetzt, bevor du nach meinem Eintrag fragst. Nein, das wollte ich Ihnen vermeiden. Sagen wir mal so, ich bin energisch gepflegt. Wie war dein Urteil? Ja, ich muss auch die Kostüme noch ein bisschen verarbeiten, aber die Damen haben mir sehr gut gefallen. Diese Helena hat wirklich beide? So... Beide? Beide, ja. Beide, absolut. Helena hat natürlich die Superfigur, die ist so groß. Das ist eine Frau, über die man Kartoffelsäcke hängen kann und dann sieht es noch aus wie Haute Couture, glaube ich. Und Mel hat natürlich den Nachteil, dass sie etwas kleiner ist, aber hat dafür diese ganz tolle Naomi Campbell gelenkige Bewegung. So. Die Kleinen soll man ja nicht unterschätzen. Die Kleinen soll man ja nicht unterschätzen. Nein, absolut nicht. Vielen Dank an die Jury. Linda und Lilo diskutieren noch ein wenig über die Qualität der Beine weiter und sie können die ihrigen eben strecken, denn gleich geht's hier weiter. Also, bis später. Ja, nach so viel Infotainment jetzt wieder Entertainment. Und wie, meine Damen und Herren, unsere zweite Shownummer wird präsentiert von Tam Wu aus Düsseldorf, der sich Ihnen nun selber vorstellt. Ich mache seit 3 Jahren Travestie-Shows. Ich bin überhaupt nicht nervös in den letzten Tagen, aber jetzt merke ich schon langsam, dass es langsam aufkommt. Es ist immer der Applaus, der den Künstler auf die Bühne zieht. Das gleiche gilt auch für mich. Ja, und hier kommt Tam Wu als Winter Houston mit One Moment in Time. Of me, I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, this much remains. Was für ein Lied, was für eine Stimme und was für ein Kleid. Till, solche Augen. Ich?
Ja, ja. Ich jetzt oder die Wiener? Das hast du auch gemacht. Ja, ich bin begeistert schon wieder. Und wie drückt sich diese Begeisterung aus? Warum das? Man sieht ja schon daran, dass sie heißer ist, mit welcher Inbrunst sie gesungen hat. Mhm. Ich finde, sie ist viel hübscher als Whitney und ich finde, sie hat das ganz toll gemacht. Lilo, singst du nicht auch? Singst du auch? Ich singe selber. Dann kannst du das ja gut beurteilen, oder? Ich fand das Playback klasse. Also dieses leichte... Das kann man. Und ich muss also eins sagen, ich finde eigentlich Travestienummern, wo ja, Lookalikes auftreten, langweilig. Aber du hast mich begeistert, weil da war eine solche Inbrunst dabei, da brauchte ich gar nicht mehr dazu. Ja. Also ich fand aus, das sah so echt aus. Ich habe ja Leute gesehen, die wollten eigentlich die Bühne stürmen und Autogramme holen, weil sie gemeint hätten, hier steht die richtige Whitney Houston. Linda. Ich musste mir am Anfang auch wirklich die Augen reiben. Ich habe wirklich einen Moment gedacht, es wäre die echte da. Es war eine makellose Performance. Du hast den gleichen Augenaufschlag, du ziehst die Augenbrauen hoch, so wie Whitney. Du machst den gleichen Handbewegung. Ich denke, es gibt nur einen Unterschied. Du bist viel netter, denn die echte Whitney habe ich einmal kennengelernt. Das ist eine richtige Zicke und das bist du bestimmt nicht. Das war Camus als Whitney Houston, meine Damen und Herren. Da geht sie dahin mit ihren kleinen Schritten, vielleicht in eine große Karriere. Ja, meine Damen und Herren, und weiter geht's mit unseren begnadeten Körpern in knapper Bekleidung. Wir staunen Sie jetzt, Miss Vivienne. Jury, das wird immer schwieriger. Oh, oh. Lilo, hast ein bisschen mit der Zunge geschnalzt, habe ich gesehen. Ja, was soll das bedeuten? Ja, ja, also wirklich Vivienne, ziemlich echt, ne? Mhm. Und ich werde ja neidisch. Also so schlank bin ich nur, also... So schlank bin ich nur, wenn ich gerade eine Trennung mit 800 Kalorien vollziehe und die dauert ein paar Monate. Also, Hut ab. Ich weiß nicht, dass du dich verstecken müsst jetzt wegen deiner Figur oder so. Ach was, ich sitze ja, da sieht ja keiner, was ich um die Hüften habe. Dazwischen. Sie auch sehr professionell. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass sie auch läuft für eine Modenschau oder sowas? Ja, ja, super. Linda. Ja, ich fange auch so langsam an,
neidisch zu werden, denn ich denke, wenn ich ein Jahr lang nur Gurken und Karotten esse und 2 Stunden am Tag trainiere, dann sehe ich noch nicht so aus wie die beiden. Das ist ein bisschen frustrierend, muss ich sagen, aber Vivienne und, wie heißt sie, Zezé aus Brasilien? Zezé aus Brasilien. Sehen einfach fantastisch aus in diesen Bikinis. Frauen kaufen normalerweise im Winter keine Bikinis, weil das so schlimm aussieht, aber bei Zezé, mit dieser dunklen Hautfarbe, steht sogar so ein weißer Bikini noch fantastisch. Ja. Und Vivienne hat so ein Höschen an mit Ansatz, das können Frauen gar nicht tragen, aber mit Ausnahme von Vivienne, denn ihr steht es wirklich fantastisch. Aber immerhin hat es noch ein. Ja, vielen Dank an die Jury. Das nächste Stück, meine Damen und Herren, kennen Sie aus einem Film. Zuerst aber gleich mehrere Schwestern mit eigenen Worten. Die Double Face Revue besteht aus 5 Mitgliedern. Dietmar, Bernd, Holger, Uwe, Marco. Wir haben uns vorgenommen, heute wirklich zu gewinnen. Nur wir sehen natürlich auch jeweils Spaß macht. Ja, und hier sind Bernd Hohmann, Uwe Skinderlis, Dietmar Thomas, Holger van Winter und Marco Kremes. Und zusammen sind sie Double Face, unsere Schwestern in Action! Möchtest du unseren Partner sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht der Till. Was? Der Pater in der Gruppe. Der Mönch. Sie suchen einen Mönch. Ah, nee, dafür bin ich nicht geschaffen. Ey. Aber ich fand's ganz toll. Also, was gibt's da zu lachen? Nein, nein. Lass mich doch mal ausreden. Ich dachte, es wäre ein bisschen so, also es fehlt so ein bisschen die Erotik und das wollte ich gerade anmerken, da flog schon der Rock weg und damit war ich wieder zufrieden. Also es war klasse, ey.
ist Schwester Käthe. Schwester Käthe. Und ja. Wegen der Erotik, ich zeig dir mal was. Darf ich mal, Schwester? Aber gerne, ja. Bruno. Schau mal, Till. Oh. Diese Schuhe. Wo kaufst du denn die Schuhe? Ja, im Schuhgeschäft meistens, ja? Ne? Schuhgröße? Mit dieser Schuhgröße? 45. Und das gibt's im Damengeschäft? Ja, Damenschuhe gibt's ja nicht im Herrengeschäft, ne? Ja. Und hier die Hauben aus der Luftfahrttechnik. Ja, früher habe ich mal Goofy gespielt in meinem ersten Leben. Und jetzt bin ich dann aufgestiegen zur heiligen Nonne. Lilo. Ja, ich habe ja immer ein feines Gespür, stellvertretend für die Verletzung von religiösen Gefühlen. Aber ich glaube, in diesem Falle dürfte sich niemand verletzt fühlen in seinen Gefühlen, weil... Was hat dir besonders gefallen jetzt? Was mir besonders gefallen hat, ist, dass alle fünf einen eigenen Charakter haben. Ja. Also die Doofe, die Dicke, die Mondäne und so weiter und so fort. Und ja, eine schöne Nummer, eine schöne Kabarettnummer. Ja, Linda, das war doch ein bisschen züchtiger als vorhin, oder? Absolut. Aber ich habe mich köstlich amüsiert. Ich fand besonders den Act mit der Brille so toll, weil ich selbst -6 habe und so gut verstehen kann, wie schwierig das manchmal ist. Ja, ich habe Kontaktlinsen. Ich denke, ich will auch nicht respektlos sein, aber ich denke, die katholische Kirche könnte ein paar Schwestern von eurem Kaliber sehr gut gebrauchen. Ein bisschen Humor, ein bisschen Toleranz. Ich glaube, dann schicken wir die Schwestern wieder in Klausur. Das war ein Double Face, meine Damen und Herren. Schweb, schweb. Ja, und ich fand die Kostüme ganz klasse. Und apropos Kostüme, auf dem Laufsteg wartet der nächste Höhepunkt, meine Damen und Herren. Die zweite Modelrunde, und das ist betörende Schönheit in Galamode. Lernen wir doch die erste Schönheit etwas näher kennen. Ich bin Sascha Nickens und bin 24 Jahre alt und komme aus Mannheim. Was zum Teufel reitet dich, hier hochzugehen und ich nehme an, Kopf voran runterzuspringen? Ja. Ne? Ja. Was reitet es ist, dich da? Das ist einfach der freie Fall und dieser Kick einfach, was anderes zu machen. Kann man das vielleicht vergleichen mit jetzt, wenn du auf der Bühne stehst, ist das vielleicht ähnlich, der Adrenalinausstoß? Was? Ja, nee, auf der Bühne ist es der Unterschied, einfach habe ich den Boden unter den Füßen. Als Mann bin ich ja zurückhaltend, als Frau bin ich einfach offen Partygrün. Sei ein Mann, auf jeden Fall, ich bewundere deinen Mut. Ja. Viel Vergnügen. Hallo? Für diese 2-3 Sekunden einfach nur zu fliegen. Oh mein Gott. Einfach, du fliegst und fliegst und fliegst. Das ist geil. Es ist einfach nur okay. Ja, und aus Sascha wird Miss Helena. Dance floor. Set to the side. Your power right now.
Miss Helena. Einen kleinen Schwarzen. Oh, einen großen Bruder brauchst du aber nicht, oder? Geht's mit den Schuhen? Und die Blümchen auch schon gekriegt, aber nicht die Siegerblümchen. Was wäre, wenn das die Siegerblümchen wären? Würde ich mich wahnsinnig freuen. Sascha, wie groß bist du eigentlich? Mit Absätzen und allem drum und dran 2,23 Meter. Ja. Mit was drum und dran? Also mit Absätzen, Haaren. Ja. Und 1,80 sind Beine, nur Beine. Nein. Ja. Till, die langen Beine. Wunderschön. 1,80 die Beine? Es war nur ein Vorschlag. Ach so. Ja, ich fand sie genauso gut wie beim ersten Mal. Und Bungee hat mich auch wahnsinnig beeindruckt. Das traue ich mich nämlich heute noch nicht. Ich bin mal Fallschirm gesprungen, aber Bungee ist noch ein bisschen härter, finde ich. Siehst du, das schaffen nur die Frauen. Ich habe hier in meinem Bogen steht, dass sie sich für AIDS-kranke Kinder einsetzt. Das kam noch gar nicht zur Sprache. Das finde ich klasse. Lilo? Ja, ich finde es ja klasse, wenn auf einmal so ein Übervibe auftaucht. Ne? Also in dem Sinne bin ich dann doch Feministin und das finde ich klasse, wenn dann jemand weit über 2 Meter groß ist und trotzdem perfekt ist. Vielen Dank. Ich müsste gerne was fragen. Ich weiß nicht, ob ich damit ein heikles Thema anspreche, aber wie stehen deine Eltern dazu, was du machst? Sehr positiv. Sie unterstützen mich in allem, was ich mache. Aha. Und sagen, wenn ich so glücklich bin und ich möchte das machen, unterstützen sie mich da drin. Das freut mich. Sind sie auch hier heute? Ja. Wunderbar. Ja, das war Miss Helena, meine Damen und Herren. Und mit ihren endlos langen Beinen stolziert sie jetzt von der Bühne. Ja, und dann sehen wir jetzt, was unser nächstes Model Mel sonst noch so treibt. Hallo, ich bin der Friedrich, bin 24 Jahre und komme aus Wuppertal. Was fasziniert dich eigentlich an der Travestie? Vielleicht ist das Spiel mit der Verwandlung. Machst du das nur, wenn du auf der Bühne bist? Ich gehe gelegentlich auch so in Diskotheken weg. Ja. Weil es ist einfach lustiger und teilweise hat man dann auch mehr Getränke frei. Was machst du für eine Arbeit? Ich bin schon Werbegestalter. Nicht ungefährlicher Beruf, den du hier hast, Friedrich. Dekorierst du dann lieber Frauen oder Männer, wenn du... Frauen dekoriere ich lieber, weil man da kreativer sein kann. Da kann man mit den Haaren viel machen. Männer sind langweiliger. Bei Männern ja, ist alles etwas steifer und zurückhaltender. Meine Stärken als Frau sind, glaube ich, so wie ich die anderen es sagen, meistens mein Aussehen. Viele sagen, sie erkennen mich am Mund, sie finden den Mund unheimlich toll, meine Zähne. Aber ansonsten würde ich sagen, meine nette Ausstrahlung, will ich hoffen. Was erwartest du jetzt bei der Travestie-Show? Hast du da Ambitionen? Ich will gewinnen. Ja? Ja. Und du meinst, du schaffst das? Ich will es hoffen. Also, es geht ja nicht nur darum zu gewinnen, es macht ja auch viel Spaß mitzumachen. Ja, und aus Friedrich wird Miss Mel.
Nicht auf die Schlachtbank, aber auf die rote Couch. Mit deinem Kleid wie aus Tausend und einer Nacht? Nicht? Tja, ist mehr Barbie in den 70ern, würde ich sagen. Linda, ich glaube, du stehst ja auch auf kleinere Frauen, hast du vorhin gesagt, wegen der Kleine. Also die kleine sie Frau. Sie ist irgendwie so charmant, so super weiblich, ja? In diesem Kleid auch. Und ich will auch noch was fragen, weil diese ganze Travestiewelt fasziniert mich einfach total. Ich habe dich gerade als Frederik gesehen, da bist du ganz anders. Gibt es Dinge, die Mel sich traut, die Frederik sich nie trauen würde? Würde Frederik zum Beispiel in einer Fernsehshow mitmachen? Er hatte schon mal als kleines Kind bei Rudi Carrell und... Nein! Ja. Wirklich? Ja. Was hast du da gemacht? Das war die Oma, Opa, Mama, Papa, guck mal Show. Und dann haben wir einen Ausschnitt aus einem Musical vorgeführt. Sehr schön, sehr schön. Lilo, dein Urteil bitte. Was ich natürlich für einen Vorteil halte, ist, dass du relativ klein bist, nicht? Du wirst wahrscheinlich oft, wenn du in Verkleidung losgehst, für eine richtige Frau gehalten, oder? Ja, sehr oft. Ja? Gab's da auch mal peinliche Erlebnisse? Ich bin normalerweise so ehrlich, dass ich direkt sage, was Sache ist. Und dann sind manche Leute ein bisschen geschockt. Also, Till, würdest du auf so jemanden reinfallen? Was? Ja, das sagt niemals nie. Also jetzt würde ich mal sagen, nö, aber das weiß man nicht. Also, sie sieht sehr weiblich aus. Ich habe nur gesagt, reinfallen, ja? Ich hab, wer weiß, wohin es führt, nicht? Man weiß ja nicht, wo es endet. Das ja, war das nicht Mel, meine Damen und Herren. Ja, nach so viel Glanz und Glamour jetzt wieder Musik, aber bevor gleich Grace Jones hier die Katzen tanzen lässt, stellt sich Peter Horstmann aus Moers erst einmal vor. Ich habe vor 11 Jahren angefangen, habe eine Talentshow gesehen, war fasziniert von der Wandlungsfähigkeit der Männer und habe selbst teilgenommen, weil mich das so faszinierte und jetzt bin ich hier. Ich bin sehr gespannt auf heute Abend. Ein bisschen nervös, aber Lampenfieber gehört dazu. Peter Horstmann als Grace Jones mit I've Seen That Bass Before. Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Thank you.
ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Das war Grace Jones, meine Damen und Herren. Und ich bin etwas vorsichtig, weil ich bin etwas allergisch auf Katzenhaare. Till, das war eine eindrückliche Nummer. Was hat dir besser gefallen? Die Kätzchen da hinten, oder? Also, die Grace hat mir schon besser gefallen. Das war mein Lieblingslied vor, wann war das? 83, 82, ja. So? Okay. Weißt du das nicht? Ich weiß das nicht, wann das dein Lieblingslied war. Nein, wann es ein Hit war. Das war Anfang der 80er Jahre. Ja, Anfang der 80er. Und was mich besonders beeindruckt ist, wenn man so vorher das Einspiel sieht, ganz hell und gut aussehend, jetzt immer noch gut aussehend, aber dunkel. Und es war wirklich, also, das war eine perfekte Imitation. Also, klasse. Also ich schaue mir etwas nach hinten, weil ich weiß nicht, ob da noch plötzlich eine Attacke kommt. Das sieht auf jeden Fall ganz gefräßig aus, müde ein bisschen. Linda, bevor es zu spät ist, dein Urteil. Ja, ich finde es ganz mutig von dir, dass du einen so androgynen Typ wie Grace Jones imitierst. Es ist viel einfacher, einen ganz männlichen Mann zu imitieren wie Till oder eine ganz weibliche Frau wie Marilyn Monroe zu imitieren als... Warum würdest du meinen Namen nennen, aber... Ich dachte doch mehr an Till. Und ich denke aber auch, dass das gerade das ist, was dich so an Grace Jones fasziniert. Dieses halb weiblich-männlich, oder? Das ist das, was mich an ihr so fasziniert, dieses diabolische, laszive Androgynie. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es ein Kompliment findest oder nicht, aber ich fand dich als Mann auch gar nicht so übel. Oh! Just like you want. Cool, hast du gesehen, diese Mephisto-Hörnchen hier? Oh ja, Hörner interessieren mich immer, ja, muss ich schon sagen. aber ich kann das, also mich nur eigentlich anschließen, was Linda gesagt hat. Ich finde das auch immer interessant, wenn die Grenze verwischt. Und ich habe Grace Jones selber mal getroffen. Auf den Punkt getroffen. Wunderbar. Ich bin ja eigentlich Schauspieler, aber ich trete gerne als Frau auf. Ja, es macht ihm Spaß, sich so zu verkleiden. Ich habe die Nummer ausgewählt, weil es eine alte, starke, konservative Frau ist, aber doch sehr sexy durch ihre großen, kräftigen Brüste. Ja, und hier ist aus dem Musical Sweet Charity, Ares mit Big Spender. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender! Spend a little time with me. Wouldn't you like to have fun? Fun. How's about a few laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender. Hey, big spender. Hey, big spender. Spend a little time. Thank you.
Yes! Mit den Shaky-Bewegungen. Wahnsinn, ich zeig nochmal. Die Shaky. Till, shake doch, shake auch mal. Nein, gib dein Urteil ab. Guten Abend ja. Erstmal, Herr Gysi. Herr Gysi. Gysi. Nein, denk an ein Bier. Bier. Biri. Naja, richtig. Och, Bier. Entschuldigen Sie bitte, ich bin so aufgeregt, ja. Also, Herr. Herr Zobel, dann warten wir jetzt mal auf das Urteil. Ja, bitte. Ja. Ich bin ja auch ein Großer. Kind, sei nicht still. Also es war mit Abstand die komischste und witzigste Nummer und wir haben uns hier echt schlapp gelacht. So. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, mehr haben Sie nicht zu sagen, Herr ja. Ich bin ja großer Fan von Herrn Schweiger, nicht? Ja? Ja, oh, der hat doch auch im Schweigen der Lämmer mitgespielt. Ja, und der bewegt sich auch so schön. Lilo! Ja, ich würde jetzt mal sagen, also auf Till bezogen, Ödipus, Schmödipus. Am Anfang hatte ich gedacht, ja Gott, so haben wir alle mal angefangen. Aber dann fiel mir so die subtile Erotik der älteren Damen ein, nicht? Die ich ja auch kenne, meine Tante Floppy, wenn die zwei oder drei Eierlikörchen zu viel im Kasten hatte, dann kam das so. Und das finde ich sehr getroffen. Hochachtung, ich ziehe meine Perücke in. Ah, das haben Sie etwas im. Haben Sie es etwa irgendwie im Kreuz oder im Bauch? Ich meine, die Stellung finde ich. Das ist schon ganz schön lastig mit mir rumtragen, ja. Aber die Schuhe, Linda, hast du die Schuhe gesehen? Das sind die ersten anständigen Schuhe, die ich sehe heute Abend. Ich bin auch sehr glücklich, die sind nicht so hoch wie die anderen von den anderen Damen. Darum hast du es im Rücken. Ja, ja, ja. Das zieht alles so runter. Das ist etwas hinterlastig hier. Linda, wir fahren. Achso, wir hören uns noch das Urteil von Linda. Okay. Ja, du erinnerst mich auch an jemanden. Ich hatte eine Geschichtslehrerin im Gymnasium und die war ein bisschen frustriert, weil sie mit 60 immer noch nicht geheiratet hatte. Und wenn die dann auf Partys, genauso wie bei deiner Tante Lila, ein paar Gläschen zu viel getrunken hat, dann ging sie auch so richtig, wie heißt es, über die Stränge. Und du hast sie so genau getroffen, du hast wirklich ein riesen schauspielerisches Talent und ich hoffe, dass du irgendwann in deinem Leben mal eine Parodie auf mich machst, denn das kann nur gut werden, da bin ich mir sicher. Ja, das hoffen wir alle. Dankeschön. Ah, das sei jetzt nicht zu spendabel an der Bar, wir brauchen dich noch. Das war Ades, meine Damen und Herren. Dankeschön. Vorsicht. Ja, und jetzt wird die Sache langsam spannend, denn wir kommen zur letzten Modelrunde. Und als vorletzte Beauty Queen geht jetzt Vivienne in den Ring. Schauen wir, womit Vivienne sich privat ihre Zeit vertreibt. Hallo, ich bin der Andreas, bin 27 Jahre und komme aus Mannheim. Andreas, du hast mich gebeten, dich hier zu treffen. Wo sind wir hier eigentlich? Warum hier? Ja, wo wir hier sind, das hier ist der erste Club, in dem ich getanzt habe. Und ich denke, das ist ein ganz guter Ort, um sowas zu beginnen. Mhm. Das war hier dein erster großer Auftritt? Ja. Die Marlene Dietrich ist absolut vom Äußerlichen mein Favorite, was die Weiblichkeit betrifft. Ist das eigentlich für jedermann möglich, so in eine weibliche Person zu schlüpfen, oder braucht es da gewisse Voraussetzungen? Es ist dann möglich, wenn du deine Weiblichkeit ausleben kannst. Wenn du es nicht kannst, kannst du ja auch keine Frau darstellen. Was machst du neben der Travestie noch? Das könnte eventuell das Singen werden. Und im Moment bin ich dabei, eine Single zu machen. Gut, Andreas, gut. Ja. Möchtest du eigentlich hier Plattenstar oder Travestiestar werden? Ich denke vielleicht eher Travestiestar, aber es ist ganz gut, wenn man auch noch ein paar Platten nebenbei laufen hat. Und aus Andreas wird Miss Vivienne.
Soll ich sagen, Miss Marilyn Monroe, du siehst so ähnlich, also die gleiche Frisur, vielleicht etwas größer als Marilyn Monroe. Das hat sich heute Abend so ergeben, nicht? Sehr schönes Kleid übrigens. Till, schöne Beine, hä? Ja, habe ich ja vorhin schon bemerkt. Ja. Ich fand das vorherige Kostüm besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mal eine Frage, du bist Visagistin, habe ich gehört. Hast du dein Make-up selber gemacht oder bist du geschminkt worden? Wir sind hier geschminkt worden. Es macht jeder auf seine Art. Ja. Jeder auf seine Art. Also ich finde das ziemlich klasse, wie du auftrittst. Ich denke, wenn dich das Leben noch ein bisschen beutelt und du ein bisschen Demut lernst, dann könntest du eine ziemliche Karriere machen. Oh, schön. Vielen Dank. Ja, Linda kann es kaum erwarten, auch noch ihren Kommentar abzugeben. Linda? Ja, ich finde es eigentlich immer schwerer zu glauben, dass du keine Frau bist. Denn gerade als du ein kleines bisschen Kritik von Lilo bekommen hast, dann bist du sogar ein bisschen rot geworden, wie wir Frauen das ja auch machen. Aha. Du bist wirklich von Kopf bis Fuß eine Frau, gesegnet mit schmalen Schultern, lange Beine, viel Charme. Und du arbeitest in einer... Ich würde sagen, sie ist zumindest von Kopf bis Fuß eine Blondine, wenn sie rot wird. Also stimmt. Du arbeitest in einer Parfümerie. Ja. Hast du vielleicht für uns Frauen ein Schönheitsgeheimnis, einen Tipp? Also ich weiß nicht, ob das speziell jetzt für Frauen generell ist, weil ich finde, es gibt keine Männer und es gibt keine Frauen, es gibt nur Menschen. Und das ist das Wichtige. Und sehr schöne Worte, ja? Also für mich gibt es keine Unterschiede. Und ich denke, wichtig ist ein ausgeglichenes Leben, nicht zu viel Schlaf. Das ist auch sehr wichtig, denn ja, da kann man manchmal auch ganz schön verschwollen aussehen. Sollten wir doch in diesem Moment ganz gut aussehen. Wir schlafen nicht so viel. Aber danke für den Tipp. Bitte schön. Danke an die Jury. Das war Miss Vivienne. Ja, und die letzte Modelrunde wird jetzt die Jury in komplette Verwirrung stürzen. Wenn wir vor dem letzten Auftritt hinter die Maske von Zezé gucken, sehen wir Ada Hilton. Hallo, ich heiße Ada Hilton, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Wo sind dann deine Stärken als Frau? Ja, ich habe eigentlich schon die Beine für den meisten, eine von den Stärken, die ich habe. Und wo, wo ich am meisten trainiert. Auf das Gewicht ist eigentlich schön. Was mir besonders gefällt, sind so ganz locker mäßig aussehen, was kurz, so ganz eng. Ja, ich muss die Beine zeigen, das trainiert. Zu viele Muskeln wäre nicht gut. Für mich nicht. Es gibt schon viele, dass ich viele Muskeln habe, aber ich will das nicht. Ich will es nicht aufs Tor aussehen, aber das ist ein bisschen perfekt aussehen. Was gefällt dir am Frausein? Ja, das sind meine Unterschiede zu meinen männlichen Seiten. Also ich habe auch eine Frauzeit, meine eigene Frau drin von mir haben und das zeige auch, was es ist. Ich hoffe, dass ich eigentlich
keine Wirtschaft haben. Ja, und aus Ada Hilton wird Mrs. Sissi. Sissi, meine Damen und Herren. Oh, eine schweizerisch-brasilianische Vereinigung. In einem sehr schönen, zarten Grün, wie ein Schmetterling, Sissi. Dazu passend die braunen Beinchen. Linda. Ja, eine ganz, ganz schöne Kombination, dieses lindgrüne Kleid zu deiner Hautfarbe, zu diesen tizianroten Haaren. Das hat mir sehr gut gefallen und ich will unbedingt wissen, wie du deinen Po trainierst, denn ich hätte gerne genauso einen Po wie du. Ein Po. Wie macht man das? Ja, man muss erstmal in einem Haus wohnen, wo fünf Stock, ganz hoch, und jeden Tag rum wohne und darauf, Moment. Ja. Ich wohne im Moment ja, im dritten Stock, aber ich muss die Treppe nehmen dann. Ja, und dann musst du jeden Tag runter. Ne? Jeden Tag runter, ja, und runter. Ja. Ah, okay. Lilo? Ja, mich hat ja überzeugt, also so einen Körper zu bekommen, wenn man doch mal ein bisschen Sport betreibt. Also bei mir beschränkt sich das immer darauf, dass ich vielleicht morgens sage, links, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und dann vielleicht noch mal das rechte Auge oder den Morgenritt bei offenen Fenster. Aber man muss wahrscheinlich genau das richtige Mittelding finden, nicht? Also ja, das stimmt. Da muss man das Mittelding. Ja, das. Lilo sucht oder das sich Mittelding. Einfach einen Trainer auf den Bauch knallen und dann immer Liegestütze machen oder so. Das könnte man auch machen. Das könnte man auch machen. Du gehst ins Krafttraining. Sissi, meine Damen und Herren, Vorsicht! Sonst hast du dann plötzlich nichts mehr an hier. Ja, und damit sind wir bei unserem letzten Show-Act und hier ist Oliver Gerhardt aus Köln in eigener Sache. Mir gefällt besonders an der Travestie, dass man seine ganze Fantasie ausleben kann. Man hat nicht immer dasselbe, sondern jeden Tag passiert irgendwas anderes. Was ich erreichen möchte, ist an für sich bis zum letzten durchzuhalten. Das Größte daran ist, dabei zu sein, erstmal. Und hier ist Oliver Gerhardt alias Cher mit If I Could Turn Back Time. Cries I could have it in court deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know.
Sexy Auftritt, sexy Kleid. Ja. Kleid mit Durchzug. So ein Kleid mit Durchzug. Das hat ja mehr Haut als Stoff. Ja. Ja? Könnte man es auch umgekehrt tragen? Nein. Also ich meine, weißt du, da wo jetzt Haut ist Stoff, da wo Stoff ist. Till, das hat dich beeindruckt, oder? Wie hat sie das gemacht? Du hast ja gesehen mit deinen meine Handbewegung. Was soll ich sagen? Es war beeindruckend. Es war. Es war beeindruckend, ja. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das operiert ist oder geschminkt, ob das nur in dem Licht saß. Allein die Nase ist. Was ist denn mit der Nase? Nee, die ist Natur. Die ist Natur. Ja, und was mich eben auch beeindruckt hat, das war die, die Körperspannung, die Bewegung. Das war klasse. Dankeschön. Linda, Till gerade ein bisschen beruhigen, er hat gesagt, mein Gott, sie hat einen richtigen Busen und ich muss ihnen dann erklären, wie das funktioniert. Das ist doch nicht ganz echt, oder? Nein. Aber es sieht gut aus und ich denke, wenn Cher dich sieht so, dass sie wirklich von Neid in Ohnmacht fällt, denn die Frau hat sich unter schweren Schmerzen Rippen wegsägen lassen und Liter Fett wegsaugen lassen und du bist einfach so auf die Welt gekommen. Es ist wirklich unglaublich. Würdest du so auftreten, Linda? In so einem Dress? Wenn ich deine Figur hätte, würde ich auch so auftreten. Ja. Bei Lilo weiß man das. Hemmungslos. Also ich würde es auch tun. Jedes Mal, wenn man mich in ein Korsett zwängt, dann denke ich, jetzt lasse ich mir die Milz rausoperieren, damit der Platz ist für die anderen Organe. Ich finde das toll. Also beneidenswert. Ich hoffe, du musst nicht furchtbar hungern. Und ich frage mich nur die ganze Zeit, was machst du mit deinem Schniedelwutz? Also, das ist gerade dein Geheimnis. Ja. Je länger, je lieber und dann kann man ihn bis nach hinten durchstecken oder wie ist das? Nee, der ist so klein, den brauche ich nicht zu verstecken, den sieht man. Danke an die Jury. Cher, bleib noch einen Moment, bitte hier stehen. Zu uns dann auf die Bühne. Hier in den Wappen. Und schon kommt sie. Die steile Treppe hinunter. Ganz vorsichtig, damit es nicht noch einen Unfall gibt. Und hier kommt Miss Vivienne, unsere Miss Travestie. Das heißt, die Reise nach New York für dich, das Wahnsinnsdress von Aralot Kostüme und die Fotoreportage und natürlich jetzt noch die Gratulation, die Blumen von Lilo. Ja, hier sind meine Blumen und zumindest Luftküsse, sonst bleiben wir aneinander kleben.
Und deine Haare sind sogar echt. Das ist klasse. Das finde ich super. Danke. Also herzliche Gratulation. Und jetzt kröne ich dich. Und zwar das Krönchen. Mit diesem. Das Tüpfelchen auf dem I. Wir sind leider nicht ganz echt. Ja, also Vorsicht. Sieht trotzdem schön aus. Thank you.